Stehst du gerade vor einer Situation, wo du eine wichtige Entscheidung treffen willst, in der du dich verändern willst oder musst, Hindernisse zu überwinden? Nun, dann stellt sich auch immer die Frage, wirst du es schaffen, hast du genug Energie? Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung und wir helfen jedes Jahr nicht nur vielen Menschen dabei, ihre Unternehmen zu gründen und zum Wachstum zu bringen, sondern auch selbst als Persönlichkeit zu wachsen, resilienter, also widerstandsfähiger zu werden und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und nahezu alle Menschen, ich selbst natürlich auch, stehen immer wieder in Situationen, wo wir etwas tun wollen, es aber nicht tun können, weil uns die Motivation, weil uns die Energie fehlt. Und deshalb werde ich mit diesem Schaubild dir ein wenig helfen, wie du deine Antriebsenergie steigern kannst. Schauen wir uns einfach mal hier Klaus an. Klaus ist heute in der Gegenwart unterwegs. Und Klaus muss eine große Entscheidung treffen, er muss dieses Hindernis überwinden oder er muss einfach eine neue Strategie oder ein neues Verhalten umsetzen. Und die meisten Menschen gucken bei der Motivation, bei der Antriebskraft in der Regel nach hinten und haben irgendwelche schlechten Erfahrungen. Ich möchte nicht mehr zurück in das Angestelltenverhältnis, ich möchte nicht mehr einen bösen Boss haben oder ich möchte ein wenig freier sein. In der Vergangenheit war ich unfrei. Also die meisten Menschen gucken nach hinten in die Vergangenheit und wollen das alte Übel, das wollen sie nicht mehr erleben und bewegen sich weg aus den vergangenen schlechten Erfahrungen. Nun, das ist eine Möglichkeit. Das Problem ist nur, je weiter du dich davon wegentwickelst, nun, desto schwächer wird diese Motivation. Und der zweite große Nachteil ist, dass dieses Weg von nicht zielgerichtet ist auf etwas Neues. Und deshalb ist das, was erfolgreiche Menschen, Unternehmer machen, sich selbst zu motivieren, Menschen, die viel Energie haben, dass sie sich in der Zukunft Gedanken machen, wo wollen sie genau hin? Das heißt also, sie ziehen ihre Energie aus der Vorstellung an die Ziele in der Zukunft. Und das ist genau das, was dann im Kopf auch stattfindet. Eine klare Vorstellung, eine klare Motivation, eine Hinzu-Motivation zu entwickeln, um dann die Energie heute in der Gegenwart frei entwickeln zu können. Wenn du das nicht machst, wenn du also nur aus der Vergangenheit lebst, nun, dann wirst du umso weniger motivierter, je mehr du dich vom Übel wegentwickelst. Der zweite große Nachteil ist, wenn du keine klaren Ziele hast, wo du sagst, hier entwickelt sich dein Plan und es ist erforderlich, dein Verhalten zu verändern, die Strategie zu verändern, dieses und jenes Hindernis alles zu überwinden. Wenn du das in der Zukunft nicht hast, nun, dann kommt die Versuchung des Alltags. Dann kommt ein Stück Schokolade, was du essen willst. Dann kommt Netflix, was du gucken willst. Dann kommt der Fußballfilm, den du nochmal angucken willst. Dann kommen irgendwelche Menschen vorbei, möchten mit dir irgendetwas spielen, irgendwas unternehmen oder Unsinn verzapfen. Irgendjemand schwatzt dir irgendein Amt, einen Posten auf und du stehst dann irgendwo rum und verteilst dann Porzellanpuppen oder irgendwelche Eintrittskarten. Die wichtigste Verantwortung, dass deine Energie auch zielgerichtet hier auf deine Ziele, auf deine Veränderungswünsche hin ausgerichtet wird, dass du Antriebsenergie hast, ist, dass du dir erstens Ziele setzt und dich zweitens auch heute daran erinnerst. Nun, wie kannst du das nun konkret machen? Und ich weiß nicht, wie viele Menschen du kennst, die sich tatsächlich hier schriftliche Ziele setzen und Pläne machen. Vielleicht kennst du welche, vielleicht hast du es schon gemacht. Aber es hat wenig Wert, wenn du heute schlafen gehst, morgen aufwachst und dich nicht an dem Morgen, also an der Gegenwart, daran erinnerst, wo du hin willst. Das heißt, die zweite wichtige Aufgabe ist, das sich visualisieren, das Vorstellen, das sich erinnern, das schriftliche Niederschreiben in deinem Tagesplaner, an den Wänden, in deinem Auto, im Rückspiegel, an kleinen Sprüchen, auf dem Spiegel, im Badezimmer, wo du hin willst. Und dass du aus der Energie der Zukunft deine Gegenwart gestaltest. Erst wenn du das geschafft hast, wirst du alle Hindernisse bewältigen können. Erst dann wird es möglich sein, dass du auch in Krisen, in scheinbar widrigen Umständen, wo du keinen Ausweg mehr siehst, dass du immer Kursziel fährst und die Energie aus der Zukunft ziehst. Ich wünsche dir nun viel Erfolg dabei, erstens deine Ziele zu setzen, schriftlich abzubilden. Ich wünsche dir noch mehr Erfolg dabei, dass du dich morgen und den Rest deines Lebens daran erinnerst und auch immer wieder neue Ziele setzt. Solltest du Hilfe dabei gebrauchen, dann kannst du gerne einen Gutschein für ein kostenfreies Erstgespräch runterladen. Denn auch die Erstellung eines Businessplans, eines Finanzplans ist nichts weiter als eine schriftliche Zielsetzung. Und die brauchst du entweder für dich selbst, um mehr Energie zu haben, oder die brauchst du auch für die Banken und Investoren, die dir Geld geben.
Gerne aber kannst du auch unseren Kanal abonnieren und uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Gestaltung deiner Zukunft. Dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.